Wieder zu Hause. Auf dem Berg. Then home is where your heart is. No? Und wo die Flamme brennt, wir schlagen auf Seite 780, hätte meine Deutschlehrerin damals gesagt, herzliche Grüße, vielleicht schaut sie ja zu. Vielleicht auch nicht. Lieber Freund, Sie vernachlässigen Ihre Gäste, sagte sie auf Französisch. Sie widmen sich allzu ausschließlich diesem Herrn, mit dem Sie zweifellos wichtige Dinge auszumachen haben, aber unterdessen hat das Spiel fast aufgehört und ich fürchte, man langweilt sich. Wollen wir den Abend beschließen? Peeperkorn wandte sich sogleich der Tafelrunde zu. Es war richtig. Demoralisation, Lethargie, Stumpfsinn hatten um sich gegriffen. Die Gäste trieben Allotria wie eine unbeaufsichtigte Schulklasse. Mehrere waren am Einschlafen. Peeperkorn ergriff sofort die schleifenden Zügel. Meine Herrschaften, rief er mit erhobenem Zeigefinger. Und dieser lanzenspitze Finger war wie ein winkender Degen oder wie eine Fahne. Sein Ruf aber glich dem, mir nach, wer keine Memme ist, des Führers, der eine beginnende Deroute zum Stehen bringt. Auch war der Einsatz seiner Persönlichkeit sofort von weckender und sammelnder Wirkung. Man raffte sich auf, straffte die schlaff gewordenen Mienen und nickte lächelnd in des mächtigen Wirtes blasse Augen unter der idolhaften Lineatur seiner Stirn. Er bannte alle und hielt sie aufs Neue zum Dienste an, indem er die Spitze des Zeigefingers zu der des Daumens senkte und die anderen lang genagelt daneben aufragen ließ. Er breitete die Kapitänshand behütend und zurückdämmend aus und von seinen weh zerrissenen Lippen kamen Worte, deren abspringende Undeutlichkeit dank ihrem Persönlichkeitsrückhalt zwingendste Macht über die Gemüter übte. Meine Herrschaften, gut, das Fleisch, meine Herrschaften, es ist nun einmal erledigt. Nein, erlauben Sie mir, schwach, so steht es in der Schrift schwach, das heißt geneigt sich den Anforderungen, aber ich appelliere an Ihre, kurz und Mund gut, meine Herrschaften, ich appelliere. Sie werden mir sagen, der Schlaf, gut, meine Herrschaften, perfekt, vortrefflich. Ich liebe und ehre den Schlaf. Ich veneriere seine tiefe, süße, labende Wollust. Der Schlaf zählt zu den, wie sagten Sie, junger Mann, zu den klassischen Lebensgaben vom ersten, vom allerersten, ich bitte Sie, vom obersten, meine Herrschaften, wollen Sie jedoch bemerken und sich erinnern. Gethsemane und nahm zu sich Petrum und die Zween Söhne Zebedei und sprach zu ihnen, bleibt hier und wachet mit mir. Sie erinnern sich, und kam zu ihnen und fand sie schlafend und sprach zu Petro, könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Intensiv, meine Herrschaften, durchdringend, herzbewegend und
kam und fand sie aber schlafend und ihre Augen waren voll Schlafs und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hie. Meine Herrschaften durchbohrend, herzversehrend. Tatsächlich waren alle in tiefster Seele ergriffen und beschämt. Er hatte die Hände vor der Brust über dem schmalen Kinnbart gefaltet und das Haupt schräg geneigt. Sein blasser Blick hatte sich gebrochen bei dem, was an einsamem Todesschmerz von seinen zerrissenen Lippen gekommen. Frau Stöhr schluchzte, Frau Magnus stieß einen hohen Seufzer aus. Staatsanwalt Paravent sah sich veranlasst, vertretungsweise gleichsam als Abgeordneter der Gesellschaft einige Worte mit gesenkter Stimme an den verehrten Gastgeber zu richten, um ihn der allgemeinen Gefolgschaft zu versichern. Hier müsse ein Irrtum vorliegen. Man sei frisch und munter, flott, fidel und bei der Sache mit Herz und Sinn. Es sei ein so schöner, festlicher, schlechthin außerordentlicher Abend. Alle verständen und empfänden das und niemand denke vorläufig daran, von dem Lebensgute des Schlafs Gebrauch zu machen. Mein Herr Peperkorn könne sich auf seine Gäste verlassen, auf jeden einzelnen von ihnen. Perfekt, vorzüglich, rief Peperkorn und richtete sich auf. Seine Hände lösten sich, gingen auseinander und aufwärts, ausgebreitet, aufrecht, die Innenfläche nach außen, wie zu heidnischem Gebet. Seine großartige Physiognomie, eben noch von gotischem Schmerz beseelt, erblühte üppig und heiter. Sogar ein sibartisches Grübchen zeigte sich auf einmal in seiner Wange. Die Sünde ist hie. Und er ließ sich die Karte geben, setzte einen Hornklemmer auf, dessen Bügel ihm hoch an der Stirn emporragte, und bestellte Champagner. 3 Flaschen Mumm und Co. Cordon Rouge, Tressec. Dazu Petit Four, köstliche, kegelförmige, kleine Schlemmerbissen, mit farbigem Zuckerguss überkleidet, von zartestem Biskuitcharakter, im Inneren benetzt von Schokolade und Pistaziencreme und auf Papierdeckchen mit reichem Spitzenrande angeboten. Frau Stöhr leckte sich alle Finger bei ihrem Genuss. Herr Albin löste mit lässiger Routine den ersten Pfropfen aus seiner Haft von Draht, ließ den pilzförmigen Kork mit dem Knall einer Kinderpistole dem geschmückten Hals entschlüpfen und zur Decke fahren, worauf er die Flasche nach elegantem Herkommen zum Einschenken in eine Serviette hüllte. Der edle Schaum befeuchtete das Linnen der Anrichtetischchen. Man ließ die Flachkelche klingen und leerte das erste Glas auf einen Zug, elektrisierte sich den Magen mit dem eiskalten, duftigen Geprickel. Die Augen glitzerten. Das Spiel hatte aufgehört, ohne dass man sich bemüßigt gesehen hätte, Karten und Geld vom Tische zu räumen. Die Gesellschaft überließ sich einem seligen Nichtstun, indem sie ein zusammenhangloses Geschwätz tauschte, dessen Elemente bei jedem Einzelnen aus erhöhtem Gefühle stammten und in irgendeinem Urzustande das Schönste versprochen hatten, aus denen aber auf dem Wege zur Mitteilung ein fragmentarisch lippenlahmer, teils indiskreter, teils unverständlicher Gallimatias wurde, geeignet, die zornige Scham jedes nüchternen Hinzukommenden zu erregen, doch von den Beteiligten ohne Beschwer ertragen, da alle sich in dem gleichen verantwortungslosen Zustand wiegten. Frau Magnus selbst hatte rote Ohren bekommen und gestand, sie fühle, wie Leben sie durchrinne, was aber Herrn Magnus nicht lieb zu sein schien. Hermine Kleefeld lehnte mit dem Rücken an der Schulter Herrn Albins, indem sie ihm ihren Kelch zum Einschenken vorhielt. Peperkorn, das Bacchanal mit lanzenspitzen Kulturgebärden leitend, sorgte für Zufuhr und Nachschub. Er ließ Kaffee kommen nach dem Champagner, Mokka Double, der wiederum von Brot begleitet war,
und von süßen Scharfheiten, Aprikos, Brandy, Chartreuse, Crème de Vanille und Maraschino für die Damen. Später gab es noch saure Fischfilets und Bier dazu. Endlich Tee, und zwar sowohl chinesischen wie Kamillentee für solche, die es nicht vorzogen, beim Sekt oder Likör zu bleiben oder zu einem ernsthaften Wein zurückzukehren, wie mein Herr selbst, der sich nach Mitternacht zusammen mit Frau Chauchat und Hans Castorp zu einem Schweizer Roten von naiv spritziger Art durchgeläutert hatte, von dem er mit wirklichem Durst einen Glasbecher nach dem anderen hinunterschüttete. Noch um 1 Uhr dauerte die Festsitzung an, zusammengehalten teils durch bleierne Rauscheslähmung, teils durch das eigentümliche Vergnügen, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen, teils durch die Persönlichkeitswirkung Peperkorns und durch das abschreckende Beispiel Petri und der Seinen, an deren Fleischesschwäche niemand teilhaben wollte. Allgemein gesprochen schien der weibliche Teil weniger gefährdet in dieser Hinsicht. Denn während die Männer, rot oder fahl, die Beine von sich streckten und die Backen aufbliesen, indem sie nur noch mechanisch dann und wann dem Becher zusprachen, von rechter Dienstfreudigkeit nicht mehr beseelt, hielten die Frauen sich tätiger. Hermine Kleefeld, die nackten Ellbogen auf die Tischplatte gestemmt, die Wangen in den Händen, wies lachend dem kichernden Ting Fu den Schmelz ihrer Vorderzähne, indes Frau Stör mit angezogenem Kinn über die vorgebogene Schulter kokettierend den Staatsanwalt ans Leben zu fesseln suchte. Mit Frau Magnus war es dahin gekommen, dass sie auf Herrn Albins Schoß Platz genommen hatte und ihn an beiden Ohrläppchen zog, was aber Herr Magnus eher als Erleichterung zu empfinden schien. Anton Karlovitsch Ferge ward aufgefordert, die Geschichte seines Pleuraschocks zum Besten zu geben, kam aber wegen Zungenschlages nicht zustande damit und erklärte ehrlich seinen Bankerott, der als Anlass zum Trinken einstimmig aufgerufen wurde. Wesal weinte vorübergehend bitterlich aus irgendwelchen Elendstiefen, in welche seinen Mitmenschen Einblick zu eröffnen auch seine Zunge nicht mehr imstande war, wurde aber mit Kaffee und Cognac seelisch wieder auf die Beine gebracht und erregte übrigens durch das Gewimmer seiner Brust, durch sein runzelig bebendes Kinn, das von Tränen troff, das bedeutendste Interesse Peperkorns, der mit erhobenem Zeigefinger und hochgezogenen Arabesken die allgemeine Aufmerksamkeit für Wesals Zustand in Anspruch nahm. Das ist, sagte er, das ist nun doch, nein, erlauben Sie mir, heilig. Trockne ihm das Kinn, mein Kind. Nimm meine Serviette. Oder besser noch, nein, unterlass es. Ihr selber verzichtet darauf, meine Herrschaften. Heilig, heilig in jederlei Sinn, im christlichen wie im heidnischen. Ein Urphänomen, ein Phänomen vom Ersten, vom Obersten. Nein, nein, das ist... Auf dieses das ist nun doch, waren überhaupt die leidend erläuternden Äußerungen gestimmt, mit denen er unter genauen, wenn auch nach gerade etwas burlesk gewordenen Kulturgebärden seine Veranstaltung begleitete. Er hatte eine Art, den Ring, den sein gekrümmter Zeigefinger mit dem Daumen bildete, über das Ohr emporzuhalten und das Haupt schief, scherzhaft davon abzuwenden, die Gefühle erweckte, wie etwa der bejahrte Priester eines fremden Kultes sie erregen würde, der mit gerafften Gewändern und wunderlicher Grazie vor dem Opferaltar tanzte. Dann wieder breit hingelagert in seiner Großartigkeit, den Arm um die benachbarte Stuhllehne geschlungen, zwang er alle zu ihrer Bestürzung, sich mit ihm in die lebendige und durchdringende Vorstellung des Morgens zu vertiefen, eines frostigen, dunklen Wintermorgens, wenn der gelbliche Schein unserer Nachttischlampe sich durch die Fensterscheibe hinausspiegelt zwischen kahles Geäst, das draußen in eisige, krähenschreiharte Nebelfrühe starrt. Andeutungsweise wusste er diese nüchterne Alltagsanschauung so stark zu machen, dass alle erschauerten,
besonders da er auch noch des eiskalten Wassers gedachte, das man sich etwa in solcher Frühe aus einem großen Schwamme über den Nacken drückte und das er heilig nannte. Das war nur eine Abschweifung, eine beispielhafte Unterweisung in Dingen der Lebensaufmerksamkeit, ein fantastisches Impromptu, das er fallen ließ, um seine dienstliche Eindringlichkeit und Gefühlsgegenwart alsbald der festlich gelösten Nachtstunde wieder zuzuwenden. Er zeigte sich verliebt in all und jede erreichbare Weiblichkeit, wahllos und ohne Ansehen der Person. Er machte der Zwergin Anträge solcher Art, dass das krüppelhafte Wesen sein übergroßes, ältliches Gesicht in grinsende Falten legte, sagte der Stör, Artigkeiten eines Kalibers, dass die ordinäre Frau ihre Schultern noch ärger vorbog und die Ziererei bis zur völligen Verrücktheit trieb. Er bat sich von der Kleefeld einen Kuss auf seinen großen, zerrissenen Mund und charmierte selbst mit der trostlosen Frau Magnus. Dies alles unbeschadet seiner zärtlichen Ergebenheit gegen seine Reisebegleiterin, deren Hand er oft mit galanter Andacht an die Lippen führte. »Der Wein«, sagte er, »die Frauen, das ist nun doch, erlauben Sie mir, Weltuntergang, Gethsemane.« Gegen 2 Uhr flog die Nachricht auf, der Alte, Hofrat Behrens also, nähere sich in Gewaltmärschen den Konversationsräumen. Panik wütete in demselben Augenblick unter der entnervten Gästeschaft. Stühle und Eiskübel stürzten, man floh durch das Bibliothekszimmer. Peperkorn, von königlichem Koller ergriffen bei der jähen Auflösung seines Lebensfestes, schlug wohl mit der Faust auf und sandte den Fortstiebenden etwas von furchtsamen Sklaven nach, ließ sich aber dann durch Hans Castorp und Frau Schoscha bis zu einem gewissen Grade mit dem Gedanken versöhnen, dass dies Gastmahl, das an 6 Stunden gedauert hatte, ohnehin einmal sein Ende habe nehmen müssen, schenkte auch der Mahnung an das heilige Labsal des Schlafes sein Ohr und willigte ein, sich zu Bette geleiten zu lassen. »Stütze mich, mein Kind, stütze mich andererseits, junger Mann«, sagte er zu Frau Schoscha und Hans Castorp. So waren sie seinem schweren Körper beim Aufkommen vom Stuhle behilflich, boten ihm ihre Arme dar, und eingehängt in beide trat er breitbeinig, das mächtige Haupt auf eine seiner hochgezogenen Schultern geneigt und bald den einen, bald den anderen seiner Führer durch die Schwankungen seines Schrittes zur Seite drängend den Weg zur Ruhe an. Im Grunde war es wohl ein königlicher Luxus, den er sich leistete, indem er sich dieser Art lotsen und stützen ließ. Wahrscheinlich hätte er, wenn es ihm darauf angekommen wäre, auch allein gehen können. Er verschmähte jedoch diese Anstrengung, die ja nur den kleinen und untergeordneten Sinn hätte haben können, seinen Rausch schamhaft zu verbergen, während er sich desselben offenbar nicht nur durchaus nicht schämte, sondern sich im Gegenteil groß und üppig darin gefiel und sich einen königlichen Spaß daraus machte, seine dienenden Führer schwankend nach rechts und links zu stoßen. Er selbst äußerte unterwegs: »Kinder, Unsinn, man isst natürlich gar nicht. Wenn diesen Augenblick, ihr solltet sehen, lächerlich.« »Lächerlich«, bestätigte Hans Castorp. »Aber ohne jeden Zweifel, man gibt der klassischen Lebensgabe das ihre, indem man sich freimütig schwanken lässt zu ihren Ehren. Dagegen im Ernst, ich habe doch auch meinen Teil, aber trotz aller sogenannten Betrunkenheit bin ich mir klar bewusst, dass ich die besondere Ehre habe, eine ausgesprochene Persönlichkeit zu Bett zu bringen. So wenig vermag der Rausch sogar über mich, der ich doch in Hinsicht auf Format überhaupt gar nicht erst in Vergleich komme.« »Na, du Schwätzerchen«, sagte Peperkorn und stieß ihn wankend gegen das Treppengeländer, in dem er Frau Schoscha mit sich zog. Ersichtlich war das Gerücht vom Nahen des Hofrates ein leerer Schreckschuss gewesen. Vielleicht hatte die müde Zwergin ihn abgegeben, um die Geselligkeit zu sprengen. Unter diesen Umständen blieb Peperkorn stehen und wollte umkehren, um weiter zu trinken.
aber von beiden Seiten wurde ihm in besserem Sinne zugeredet, und so ließ er sich wieder in Bewegung setzen. Der malaiische Kammerdiener, dieses Männchen in weißer Krawatte und mit schwarzseidenen Schuhen an den Füßen, erwartete seinen Gebieter auf dem Korridor vor der Tür des Appartements und nahm ihn mit einer Verneigung in Empfang, zu der er eine Hand auf die Brust legte. »Küsst euch«, gebot Peeperkorn. »Küsse diese reizende Frau zum Schluss auf die Stirn, junger Mann«, sagte er zu Hans Castorp. »Sie wird nichts dagegen haben und es erwidern. Tut es auf mein Wohl und mit meiner Erlaubnis«, sagte er. Aber Hans Castorp weigerte sich dessen. »Nein, Eure Majestät«, sagte er. »Entschuldigen Sie, das geht nicht.« Peeperkorn, an den Kammerdiener gelehnt, zog seine Arabesken hoch und verlangte zu wissen, warum das nicht gehe. »Weil ich mit Ihrer Reisebegleiterin keine Stirnküsse tauschen kann«, sagte Hans Castorp. »Ich wünsche recht wohl zu ruhen. Nein, das wäre von allen Seiten gesehen der reine Unsinn.« Und da auch Frau Chauchat schon auf ihre Zimmertür zuging, so ließ Peeperkorn den Widerspenstigen ziehen, indem er ihm freilich noch eine Weile über die eigene Schulter und die des Malaien mit angezogenem Faltenwerk nachblickte, erstaunt über eine Unbotmäßigkeit, auf die seine Herrschernatur nicht zu stoßen gewohnt sein mochte. Ich wünsche einen guten Tag, ich wünsche eine gute Nacht mit schönen Träumen. Und ich wünsche vor allen Dingen, wie immer, Gesundheit. Tschüss. Bis morgen.